Hallo. Hallo Agnes. Hallo Agnes. Wir sind Deborah und Anna. Ich lege mal mein Telefon weg und schalte dich auf laut, ja? Okay. So, wir wollen trotzdem und erst recht mit den Proben zum Barbier beginnen und brauchen deine Kostüme. Hast du die? Ah, die sind in der Oper. Aber Ja, wo genau. wollt ihr denn beginnen? Genau, wir können ja nicht da reinkommen. Das ist jetzt ein großes Problem. Egal, Nein. wir spielen von daheim, da sind wir eh ohnehin alle. Okay, ja. Dann gucken wir, dass wir dicht drankommen an die Kostüme, die ich hatte. Ich habe Gott sei Dank mein Buch dabei. Oh, cool. Ach, der Agnes. Ja, dann gehen wir es durch, oder? Wer was Ja, braucht. Ja. zeig mal. Okay. Figaro. Ah. Also er braucht auf jeden Fall so eine coole Lederjacke. Lederjacke, Die check. hat er vielleicht. Ja, Ja. vielleicht. Und eine Sonnenbrille, die wird er Sonnenbrille. auch. Und wenn er hat, noch eine Mütze oder eine Okay. Cap. Check. Also, Lederjacke, Sonnenbrille, Mütze. Hab Genau. notiert. Das. So, und dann Rosina, ja? Ja. Wir brauchen etwas, was ein bisschen nach Potsdam aussieht. Oh, die Ach. schaut cool aus. Ja, Ja. super. Was Okay. Buntes. Bunt. Also ich Ja. wünsche mir so eine Latzhose, aber wenn sie das nicht hat, ist auch nicht schlimm. Hauptsache Okay. bunt. Bunt, Latzhose. Alles Genau. klar. Und unser Teenie-Star, einmal Viva. Ah. Oh, der braucht einen Schrank voller Schuhe. Er braucht ein paar rote Schuhe. Okay. Rote Rot ist Schuhe. ganz wichtig. Und rot muss auch sein Sweatshirt oder seine Jacke sein. Also ein Alles rotes klar. Oberteil. Gut. Roten Hoodie. Check. Genau. Und dann haben wir ja noch Bartolomico. So. Das Wichtigste bei ihm, er braucht Gold. Vielleicht hat er eine goldene Weste zu Hause. Das Okay, wäre vielleicht. perfekt. Der ist ein bisschen kapriziös, ne? Ja? Also mit Miko ist es nicht so einfach. Und er kann nicht alles tragen, sagt er immer. Genau. Okay, gut. Super. Okay, dann, ich glaube, wir müssen einfach die Sänger finden und die Kostümer, Okay. Oh dann ja, ich kommt. habe eine Idee, wen ich anrufe als Figaro. Lass es uns Super. probieren. Okay. Ciao, bis später. Danke, Agnes. Alles Tschüss. klar, bis dann. Ciao. Tschüss. Hallo, Deborah. Hey, Juri. Hi, hi. Hallo. Wir haben ein Riesenproblem mit der Oper für Kinder zum Barbier von Sevilla. Aha. Wir wollen mit den Proben beginnen heute und dürfen nicht ins Haus. Hast du Zeit? Zeit im Kalender? Ja, ich muss noch kurz anschauen, ob ich Zeit habe. Wann Komm. wäre das? Ach so, wir legen das Telefon weg und schalten uns laut, ja? Ja, wann wäre das? Heute, in einer Stunde wollen wir anfangen. Aha, okay, warte, ich gucke jetzt. Also heute, ja, in einer Stunde würde ich Zeit haben. Yay! Sag mal, hast du Barbier schon gesungen? Und mehrmals. Oh, und du hast alle spannenden Stellen auch drauf. La 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 lera. La 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 la. Ha. Und sag, die Stelle mit den vielen Noten. La 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 la. Bravo, Figaro, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. Ey, du kannst es, ungeprobt. Wow, machst du mit? Okay, gerne. Gerne mache ich Du mit. bekommst die Noten jetzt im Express. Oh, das war aber schnell. Ich wusste, dass du ja sagst, deswegen. Okay, das ist cool. Und du brauchst natürlich auch ein Kostüm, Juri. Ja, was für eine denn? Naja, du schaust in deinen Kleiderschrank und da hast du im besten Fall eine Lederjacke, eine Mhm. schwarze Hose, eine Sonnenbrille und ein Käppi. Ja, das ist doch einfach. Und ein Requisit brauchst du auch noch. Was für eine? Eine Schere. Ja, aber die habe ich nicht. Als Friseur brauchst du. Oh, dann gebe ich dir meine. Warte. Okay, danke. Cool.
Okay. Perfekt, dann sehen wir uns in einer Stunde, ja? Bis bald. Ciao. Ja. Link auf. Okay. Kelsey Lauritano. Hallo. Hallo, Kelsey. Hier ist Hallo. Die Anna aus der Oper Frankfurt. Ah, hi, Anna. Hi, wie geht es dir? Ja, fein, fein. Hast du Zeit für uns, Kelsey? Ach, ich muss auf meinen Kalender schauen. Natürlich, natürlich muss man ja immer als Profisängerin. Das ist abgesagt, das wird auch abgesagt, ja. Ich bin relativ frei. Ah, super. Okay. So, das ist zuerst. Die zweite ist Rosina. Ist ja eine Riesenrolle. Kennst du die Rolle? Hast du den schon gesungen? Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe die Rolle jahrelang studiert. Auf Italienisch. Auf Italienisch. Okay. Wir machen das auf Deutsch. Das soll ja kein Problem sein, aber, oder? Nein. Und eben mit diese, wo du viele Töne... Auf eine Koloratur, meinst du? Koloratur, genau. Das schaffst du auch? Ja. Io sono dolce. Ah, wow, das klingt fantastisch. Super, Kelsey. Dann musst du einfach nur selbst ein Kostüm aussuchen. Die Agnes hat ganz tolles Kostüme für euch organisiert. Die hängen aber in der Oper. Und ja. Sie hat gebeten, dass du aussuchst, was Buntes und ein paar Latzhosen. Und du brauchst Requisite. Du bist ein Popstar. Jede Popstar braucht ein Mikrofon. Und hast du so eine zu Hause? Nein. Ah, Moment, ich gebe dir meins. Pass auf. Okay. Perfekt. Funktioniert der? Io sono dolce. Ja, voll cool. Michael Porter, Tenor. Porter? Michael Porter? Ja. Hier ist die Anna Rüberg, hi. Hey, Anna Rüberg, na, wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Ja, mir geht's gut. Super. Du, wir fangen jetzt an mit unserer Proben für Oper für Kinder, Barbier aus Sevilla. Und wir brauchen einen Tenor. Hast du Zeit? Ich bin frei. Nein, super. Das heißt, hast du schon Conte Almaviva gesungen? Nein. Okay, gar kein Problem. Du kriegst ja von uns Noten. Das ist ja aber eine relativ hohe Tenorpartie. Singt viele höhere Töne und so. Das schaffst du aber, oder? Ja, klar. Okay, ich lege dann die Handy ab und vielleicht singst du mir einen Ton oder zwei. Ja, das ist alles klar. Mach auf, ja. Okay, ich bin bereit. Pencil! Perfekt, super, we want you. Perfekt, okay. Dann, du brauchst für diese Oper für Kinder, der ist ein bisschen anders, weil unser Conte Almaviva ist ein super duper Popstar. Hast du eine Gitarre zu Hause? Nein. Okay, kein Problem, wir liefern einen mit einem Express-Service zu dir zu Hause. Ein Lieferservice? Ja, kann ich ganz schnell organisieren. Moment. Guten Morgen, schön. Nee, das kann nicht wahr sein. Boah, das war ja aber schnell. Ja. Pencil! Perfekt, okay. Michael, du darfst jetzt gleich sofort üben. Du brauchst aber ein Kostüm. Du musst, Agnes will, dass du was Rotes anziehst. Rote Hosen, rote Schuhe, rote Jacken, rote Pullis, irgendwas Rotes. Okay. Und dann bist du unser Almaviva. Schön, mach ich. Perfekt. Okay, dann kannst du jetzt sofort anfangen mit Proben. Super, ich freue mich. Dankeschön, Anna. Pencil! Pencil! Mal schauen, ob Miko da ist. Mal sehen, oder ob der was anderes zu tun hat im Moment. Wer weiß. Telefon. Ja,
Hier, Nico. Hey, Nico, hier ist Deborah. Ah, ja, grüße dich. Geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch fantastisch. Hör mal, du musst uns helfen. Wie? Na, am besten legen wir erstmal das Handy weg und ich erkläre es dir, okay? Okay. Also, heute sollte doch der Probenstart von unserer nächsten Oper für Kinder sein. Wir wollten ja den Barbier von Sevilla machen. Richtig. Und im Moment bist du ja anders beschäftigt. Ich gucke viel Fernsehen. Ich habe gerade den Planet der Affen gesehen heute Morgen. Dschungelbuch, ja. Aber lass uns Oper machen. Ja klar, bin ich voll dabei. Also, schau. Unsere Oper für Kinder zum Barbier von Sevilla, die haben wir ja schon seit Monaten fertig. Stimmt, ja, habe ich gehört. Der Text ist geschrieben, die Noten hat uns Rossini schon vor über 100 Jahren geliefert, das Ding ist fertig. Wir haben einen Figaro, eine Rosina und einen Grafen Almaviva besetzt und jetzt fehlst nur noch du. Ja, was soll ich spielen? Du kannst Bartomico geben. Das ist der fiese Kerl, der Rosina bei sich eingesperrt hat. Bartomico. Oh, das klingt gut. Aber stell warum soll ich vor, Mico, ja? Stell dir vor, du bist ein Manager, dessen Karriere schon ein wenig vorbei ist und der seine letzte Chance wittert, indem er eine Frau als Popstar groß herausbringen will. Das ist deine Rolle. Ja, und ich soll fies sein. Ja, so ein bisschen jedenfalls. Naja, okay. Wenn dir die Nerven durchbrennen, nimmst du einen Schlüssel und sperrst Rosina ein, damit sie keinen Unfug treiben kann. Okay? Ungern, aber wenn es zur Rolle passt, mache ich das. Gib mal den Schlüssel. Gut? Nee, habe ich nicht. Gib mal her. Bitteschön. Ach da, okay. Hab ihn. Fantastisch. Du und Agnes macht uns die Kostüme. Die wünscht sich, dass du was Goldenes trägst. Hast du was Goldenes? Gold? Jede Menge. Goldig genug? Hey, das ist großartig. Du bist unser Team jetzt noch komplett. Wir haben einen Figaro, eine Rosina, einen Grafen. Agnes ist mit den Kostümen mit dabei und Anna führt Regie. Yay! Und super! Juri und ich haben vorhin einen Code ausgemacht und der geht so. La 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 la. La 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 la. Super, dann ich wünsche euch alle viel Spaß jetzt mit Vorbereitung. Wir haben wenig Zeit, also los geht's. Tschüss! Tschüss! Tschüss!